So Leute, willkommen zurück. Sniper Elite wie immer. Teil 3. Zelda 11, wie Play Oldschool. Das ganze Gelaber kennt ihr ja schon. Wie immer. Und beim letzten Mal, wartet mal. So, Maus, ja. Warum, wo kommt denn da jetzt einer her? Muss ich mal nachladen. Wir rennen jetzt einfach mal hier hoch. Schnurstracks. Die haben uns gesehen. Aber wissen die denn, wo ich die ganze Zeit bin? Das Ding überhaupt? Alter. Die wissen, wo ich bin oder was? Soll die ganze Zeit hier welche rumschreien? Unten sind noch mehr. Die räuchern wir jetzt einfach aus hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da genau gezählt habe. Alter. Wichser. Das Kinn weg. Boah. Was? Wo denn noch? Willst du mich verarschen? Wo schießt denn hier noch einer? So, können wir den Eier noch wegschießen?
Was müssen wir überhaupt machen? Ich weiß es nicht mehr. Bezwinge den... die Tempelverteidigung. Nichts gefunden. Klein. Ja. F gedrückt halt. Ich frage mich, warum wir den da nicht raussnipern können. Das ist doch ein Scherz. Dann probieren wir es mal eben mit der Luke. Wie zum Henker können wir denn hier Panzerbrechende drauf machen? So. Bringt ja auch nichts. Hier noch was Brauchbares drin? Nee. Machen wir das Ding mal noch kaputt. Ding, ding. Alter. Wie die einen treffen? Wie die einen richtig böse treffen. Renne! Na weg. Kann ja wohl nicht wahr sein mit euch.
brauche more Munition. Ich bin da jetzt hier drin, oder nicht? Ach nee, muss ich echt den Panzerwagen auch noch wegmachen? Ich höre noch welche. Er versteckt sich und singelt ihn. Wissen die ganze Zeit, wo ich bin? Wo ist denn der? Weiter suchen. Ich habe ihn. Alter. Wir probieren es mal mit der Hülle. Irgendwo konnte man doch hier höher, oder? Schon gern gewusst, ob der noch irgendwo. Kann ja wahr sein mit dem scheiß Fahrzeugen hier. So, jetzt müsstest du aber putt gehen. Wie man mal so keine Explosion vorher gehört hat, war. Auf zum Tresor. Und was haben wir da drinne? Ein gigantischer USB-Stick. Nein, Filmrolle, Quatsch. Euer Tigerpanzer. Der Stolz des Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe. Von den Alliierten gefürchtet. Oh, das ist ja cool, sogar Schatten. Und noch bessere Bewaffnung. Wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe, die Ratte P-1000.
gepanzert mit 23 cm gehärtetem Stahl. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Alter. Dazu kommen 4 Nebengeschütze mit Panzerabwehr und Mauser-Maschinenkanonen. Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten in Nordafrika und anschließend in Europa vernichten. 1000 Tonnen unaufhaltsamen deutschen Stahls für das tausendjährige Reich. Wenn es das Ding geben würde, wäre das echt böse. Ach, Fernglas. Map. M. Wo müssen wir jetzt hin? Berge Brauers Leiche. Wo ist er denn? Warum hängt er denn da? Genau. Da sind sie doch rausgekommen. Da war's. Hab das gesehen. Scharfschütze. Passiv. Also wie man die da nicht sieht, wa? Wo ist der zweite hin? Egal, den holen wir da jetzt weg. Sniper gegen Sniper und der bessere gewinnt natürlich. Aha. So, wir müssen auf blitzernde Lichter achten. Wenn ihr irgendwo was seht, schreit. Irgendwo muss es blinken. Das Reflektieren des Zielfernrohres. Ich glaube, der nächste wird uns voll in den Arsch ficken. Das nur die zwei waren oder ist das noch einer mehr? Guck mal, wie wir da oben haben. Dein Kopf ist mein. Ich befürchte aber, dass es... Der im Gras war gut, aber Methanklamotten mitten auf so einem Turm in offenem Feld, das war scheiße. Da. Zuerst gesehen.
Alter, ich habe gerade gedacht, die Spiele abgeschmiert. Jo, das mit den Snipern ist cool, dass man die nicht so sieht. Bis auf den, wie sagt der eine auf den Turm, aber der im Drecke, den hätte ich nicht gesehen, hätte es nicht geblitzt. So, weiter. Valens Mission in Afrika ist also, einen Superpanzer zu entwickeln. Die Ratte. Seine Zerstörungskraft ist kaum vorstellbar, sollte er jemals eingesetzt werden. Aber das Kriegsblatt wendet sich. Die Alliierten haben Tobruk zurückerobert und Valens Versorgungslinien ausgedünnt. Er wird die Ratte fertigstellen wollen, um es sich mit Hitler nicht zu verscherzen. Dank Valens Verzweiflung und der Informationen des Geheimdienstes wissen wir, wo die Ratte gebaut wird. Dies ist der letzte Zwischenstopp. Mit Hilfe des Kampfverbandes werde ich den Flugplatz lahmlegen und die Nachschubversorgung unterbinden. Ich komme aus Richtung Westen und richte mich nahe des Südtors ein. Wenn der Kampfverband seinen Angriff startet, leiste ich Feuerschutz. Wenn sie auftauchen, wird es kein Halten mehr geben. Darum wäre es klug, den Funkturm außer Gefecht zu setzen, damit sie keine Verstärkung rufen können. Wie auch immer, es wird ziemlich hoch hergehen. Ja. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Haha. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Zahler 11. Wie bleibt oldschool. Haut rein.